Die FDP-Abgeordnete Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat die AfD für herabwürdigende Äußerungen über Transgender-Menschen kritisiert. Bei der Bundestagsdebatte über das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz für Transsexuelle am Mittwoch sollen AfD-Abgeordnete in diesem Zusammenhang von, Zitat, Schweinen und Kühen gesprochen haben. Ich bedauere fast, dass Sie gerade nicht mitbekommen, was sich hier, wenn ich mich umdrehe, rechts von mir abspielt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir sind gewählt hier im Bundestag und das ist ein Privileg und eine Ehre. Und dass wir hier herzhaft miteinander diskutieren, gerade bei einem solchen emotionalen Thema, ist selbstverständlich. Und auch ich bin immer gerne bereit, eine fröhlich-lustige Auseinandersetzung zu führen. Wenn aber hier die Damen und Herren, Frau von Storch und vor allen Dingen die Herren, im Kontext von Transgender, von Schweinen und Kühen sprechen, dann möchte ich hier eindeutig sagen, ich bedauere sehr, Frau Präsidentin, deswegen bin ich nach vorne gekommen, Sie hören das nicht, was sich hier abspielt. Und ich möchte das nur, dass das jeder weiß. Diese despektierliche Art hier in diesem Hause ist unerträglich. Und die Tatsache, dass wir das ertragen müssen, ist das eine. Aber ich finde, es ist wichtig, dass das alle wissen. Und ich frage Herrn Gauland als Fraktionsvorsitzenden, inwieweit Sie eigentlich in einer Fraktionssitzung darüber mal reflektieren, was Ihre Kollegin schreiend und Ihre Kollegen unter der Hand, aber so laut, dass wir es deutlich hören können, hier raushauen. Ich möchte, dass Sie, Herr Gauland, uns mal erklären, ob das einmal reflektiert wird und was wir hier eigentlich alles ertragen müssen. Und das im Namen des deutschen Volkes. Ich wehre mich dagegen und ich ertrage es auch nicht länger. Es folgt ein langanhaltender Applaus aller Fraktionen, außer der AfD. Die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch wies die Anschuldigungen im Anschluss als haltlos zurück. Sie haben hier gerade so ganz pauschal in diese Richtung gezeigt. Sie können nicht sagen, was gesagt worden ist, wer es gesagt worden ist. Außer Ihnen hat es niemand gehört. Im Protokoll steht nichts drin. Das ist die reine und pure Propaganda, die Sie hier machen. Und Sie wollen von diesem ganzen irren Zeug ablenken, das wir hier verlesen haben, von Ihren vollkommen verrückten Anträgen. Sie wollen, dass minderjährige Kinder ihr Geschlecht gegen den Willen der Eltern umoperieren können. So viel dummes Zeug, das steht hier drin, Paragraph 11. Das haben wir alles verlesen. Es ist gut, dass wir darüber diskutieren und es ist gut, dass das in der Öffentlichkeit ist. Aber hören Sie auf mit diesen Anwürfen, die Sie nicht begründen können. Damit meint von Storch die von FDP und Grünen eingereichten Vorschläge für ein neues Selbstbestimmungsrecht. Sie wurden am Mittwoch abgelehnt.